starten bei About You, direkt in der City bei Tarek Müller. Tarek ist Gründer und auch CEO von About You, eins unserer großen Unicorns. Und wir sind mächtig stolz als Hamburger, dass wir About You, dass wir dich hier in Hamburg haben. Wir wollen ein bisschen mit dir reden, was dich antreibt, wie du dahin gekommen bist, wo du heute bist. Und danke, dass du dir Zeit nimmst für uns. Ja, schön, dass ihr hier seid. Danke. Tarek, mit 15 hast du schon solche Ideen in dir gespürt und dann auch in Taten umgesetzt. Kannst du uns ein bisschen erzählen, wie das so konkret vorangegangen ist damals schon? Ja, also ich habe mit 13 meinen ersten Computer bekommen und habe dann Ballerspiele gespielt, wie so alle kleinen Jungs damals. Und irgendwann brauchten wir ein bisschen Kohle, weil wir so einen Server finanzieren wollten. Und ich hatte da auch schon eine Website gebaut für unsere Spielergruppe. Habe dann da Werbung eingebaut, festgestellt, da kann man ein bisschen Geld mit verdienen. Und das fand ich super faszinierend. Man macht irgendwas im Internet, sieht sofort eine Reaktion. Und dann habe ich immer mehr Webseiten aufgebaut im Laufe der ein, zwei Jahre von 13 bis 15. Das war irgendwann so groß, dass ich ein Gewerbe anmelden musste sozusagen, weil es ansonsten irgendwie Steuerhinterziehung gewesen wäre. Habe dann mit 16 meinen ersten Online-Shop gebaut und für Pokerplatten, damals noch so Kinderzimmer ausgeräumt, Pokerplatten rein, jeden Tag mit dem Fahrrad zur Post gefahren, Pakete abgegeben. Und genau, seitdem ich 16 bin, mache ich insofern E-Commerce. Das ist ja quasi About You jetzt natürlich der größte Online-Shop, den ich hier bauen durfte. Und dann kam mit 18, 19 noch B2B und Agenturgeschäft dazu, was auch recht erfolgreich war. Aber ja, das waren quasi alles Unternehmen, die ich aus dem eigenen Kapital aufgebaut habe, also Euro verdient, reinvestiert und dann wurde daraus immer mehr. Und About You jetzt das erste Mal, dass auch Fremdinvestoren drin sind und natürlich das mit Abstand größte, was ich je gebaut habe und je gebaut haben werde, da bin ich mir sicher. Na, schauen wir mal, also na, das ist Zeit, aber klar, das Ding rockt erstmal. Ja. Du bist jetzt so viel unterwegs und erlebst viele Dinge. Kannst du uns irgendwie aus deiner Sicht vielleicht die drei großen Trends nennen, die du siehst, die man jetzt aufnehmen sollte, um richtig zu liegen für die Zukunft? Ja, das ist, glaube ich, schwer zu sagen. Ich glaube, wenn es jetzt darum geht, quasi Leuten Empfehlungen zu geben, in welchem Bereich man gründen sollte, würde ich mich ehrlicherweise am Anfang gar nicht so sehr an Trends und solchen Dingen orientieren, sondern eher quasi an den eigenen Interessen, an den eigenen Begabungen und eher am eigenen Umfeld, Netzwerk etc. und eher da schauen und erstmal anfangen. Die Wahrscheinlichkeit, dass man jetzt in einem der Megatrends, da könnte man jetzt sagen, Artificial Intelligence, Flugtaxis, ja, das sind ja so ein bisschen die gerade Hype-Themen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass wenn man da in dem Bereich gründet, man Erfolg haben wird, ist halt sehr gering, wenn man sich damit nicht auskennt. Deswegen würde ich eher vielleicht eine Nische anfangen, an den eigenen Interessen anknüpfend und dann versuchen sozusagen Schritt für Schritt dazu zu lernen und dann das nächste Geschäftsmodell zu machen, wenn man merkt, man gerät so ein bisschen vielleicht an Wachstumsgrenzen mit dem, was man halt gerade tut. Und dann kann man irgendwann auch mal so einen Megatrend sozusagen aufgreifen. Aber hätte ich jetzt, also wäre About You jetzt meine erste Gründung gewesen, dann wäre es wahrscheinlich gar nicht erst zu dieser Gründung gekommen. Ja, also wenn man so auf ganz, ganz große Dinge gehen will, dann braucht man in der Regel einen Track Record, man braucht auch Partner. Ich habe ja About You auch nicht alleine gegründet. Wir sind auch heute eben drei Co-CEOs, Hannes, Sebastian und ich. Und ja, das ist also extrem schwierig. Ich habe ja auch angefangen letztendlich, wie schon eingangs gesagt, mit den Ballerspielen und dem Bauen von Webseiten. Das war jetzt nichts, womit man unfassbar groß werden kann, aber es war halt ein erster Schritt. Und über diesen ersten Schritt habe ich dann irgendwann erkannt, dass überwiegend Online-Shops auf meinen Webseiten werben, habe mich dann mit Online-Shops beschäftigt. So kam ich eben vom Webseitenbauen zu den Online-Shops. So kam ich zum Agenturgeschäft und dann kam eben eins zum anderen. Und daraus ist dann ja schlussendlich jetzt irgendwie mit About You was sehr, sehr Großes entstanden, aber auch die Firmen, die ich da vor About You gegründet habe, wie E-Tribes zum Beispiel, existieren auch heute noch und sind ziemlich groß. Wir sind in Hamburg und die Nähe von About You zu Otto, wir kennen auch einige. Das Thema Nachhaltigkeit, Verantwortung. Ist das etwas, was du sagst, das ist auch ein wesentlicher Teil eures Geschäftsmodells? Das ist etwas, was so einen Fokus haben sollte? Das ist relevant oder wie würdest du das einschätzen? Ja, das ist mega relevant, auch schon von Tag 1 an gewesen. Hat natürlich nochmal an Relevanz gewonnen, das ganze Thema durch Fridays for Future und andere Bewegungen. Für uns ist klar, sozusagen die Modeindustrie trägt nicht gerade zum besseren Planeten bei, um das mal nett auszudrücken. Und auf der anderen Seite ist es ja so, dass die Menschen halt nicht nackt rumlaufen werden. Das wäre sehr nachhaltig, das zu tun, aber das ist nun mal keine Option. Also ist die Frage, ist man eigentlich als Player jemand, der quasi an der Lösung eher arbeitet oder eher eben Teil des Problems ist, ne? Und wir verstehen uns schon als Teil der Lösung, nicht Teil des Problems. Versuchen das eben aktiv anzugehen, indem wir unsere Emissionen reduzieren entlang der Wertschöpfungskette, die Emissionen, die übrig bleiben, ausgleichen, auf recycelbares Verpackungsmaterial schon länger umgestiegen sind, indem wir nachhaltig produzierten Waren sehr viel mehr Visibilität geben auf About You, sie auszeichnen, dem Kunden versuchen zu erklären, was das unterscheidet, warum es vielleicht auch wert ist, vielleicht mal ein paar Euro mehr dafür zu bezahlen. Thema, was wir jetzt dieses Jahr sehr forcieren werden, ist die sogenannte Circular Economy. Eines der größten
Probleme in der Mode ist, dass wir Klamotten nicht so häufig tragen. Also im Schnitt 7-mal werden Klamotten getragen. Das ist echt wenig. Und der Produktionsprozess ist eigentlich das Problem. Und insofern ist der größte Hebel eigentlich dafür zu sorgen, dass Leute Klamotten länger tragen. Und das kann man zum einen machen, indem man hochwertigere Materialien verkauft, die sich auch häufiger als 7-mal tragen lassen überhaupt und nicht irgendwie eingehen nach dem 7. Waschgang. Und zum zweiten glauben wir, ein Hebel liegt auch daran, Secondhand quasi sexy zu machen. Ja. Und den Menschen einfache Möglichkeit zu geben, ihre alten Klamotten zurückzugeben, in den Kreislauf zu geben und wiederum anderen Menschen klarzumachen, dass halt gereinigte Secondhand-Mode hygienisch ist und den Kauf von gereinigter und geprüfter Secondhand-Mode halt so komfortabel zu machen wie Firsthand. Und da glauben wir, gerade dieser letzte Punkt ist, glauben wir, halt ein sehr, sehr großer Hebel, um halt Mode in Summe eben nachhaltiger zu machen, auch unserer Verantwortung sozusagen gerecht zu werden, nebst vielen anderen Themen wie ne, Diversity und kann man ja aus vielen Aspekten beleuchten, quasi das Thema Verantwortung, aber das jetzt mal als Thema Nachhaltigkeit eher auf den Planeten betrachtet. Ja. Da setze ich mal in die Fußstapfen des Königs von Hamburg. Gibt es aber irgendwas, wo du sagst, da würdest du gerne mal eingreifen und das Hamburg morgen an die Hand geben? Fällt dir da was ein, wo du sagst, wow, das wäre gut, das wäre großartig? Ja, also im Handel sagt man immer, Retail ist Detail, quasi Erfolg im Handel und E-Commerce, quasi die Summe vieler Dinge, die man richtig machen muss. Ich glaube, ehrlich gesagt, das gilt für eine Regierung und für Städtemanagement genauso. Es gibt nicht diesen einen Schlüssel und dann ist alles gut, sondern es sind, glaube ich, viele Dinge, die man quasi richtig machen muss in der Umsetzung und Konzeption von Städten. Und ich glaube, das kann man besser machen. Was nicht heißt, dass ich jetzt irgendwie denke, wir haben irgendwie unfassbar schlechte Politiker. Im Gegenteil, ich hatte den großen Luxus, viele Politiker und auch Spitzenpolitiker auch auf Bundesebene sozusagen kennenzulernen, auch unsere beiden Bürgermeister, Tschentscher und Scholz, regelmäßig zu treffen. Von denen halte ich viel. Insofern ist es nicht so, dass ich irgendwie per se unsere Regierung doof finde, aber ich glaube trotzdem, dass man es besser machen könnte und habe auch die Ambition, irgendwann mal in die Politik gehen zu wollen nach About You und dann meinen Beitrag zu leisten. Ich glaube aber, dass quasi jetzt, wenn ich jetzt in der Lage wäre, von der Seitenlinie irgendwie irgendwas reinzurufen, was total schlau wäre und alle würden sagen, wow, da sind wir noch gar nicht drauf gekommen, dann hätten wir wahrscheinlich in der Tat eine beschissene Regierung, was wir nicht haben. Insofern ist es aus meiner Perspektive heute nicht möglich, da jetzt irgendwie die eine Sache zu benennen. Ich glaube, man muss sich damit beschäftigen. Das ist auch nicht immer alles richtig, was im ersten Moment richtig erscheint. Ich glaube, man muss halt die Dinge analysieren. Und ja, das habe ich vor, nach About You, aber eben noch nicht jetzt. Dann also als letzte Frage so ein Tipp an die Jugend, die heute an ihre Ausbildung denken. Worauf sollte man achten, deines Erachtens nach? Bei der Ausbildungssuche? Oder? Bei der Ausbildungssuche, bei der Wahl, bei dem, worauf man Mindset oder Technologien oder Wissen besonderen Schwerpunkt drauflegen würde. Fällt dir da was ein? Ja, ich glaube, da gibt es zwei Antworten drauf. Zum einen gibt es sozusagen die logische Antwort. Die logische Antwort wäre, Technologie ist empfehlenswert. Wenn man irgendwas mit Informatik macht, ist man definitiv gut aufgestellt für die Zukunft. Jetzt gerade in Corona-Zeiten werden Stellen abgebaut, es gibt Einstellungsstopp. Fast immer ist ausgenommen der Technologiebereich, weil da suchen die Firmen nach wie vor. Und das wird auch so bleiben. Also Technologie wird an Gewicht gewinnen, alles im Bereich Software, Hardware, künstliche Intelligenz, Daten. Das sind natürlich Zukunftsindustrien. Dann gibt es andere Industrien, die sind eher nicht so die Zukunftsindustrien. Das liegt ja auf der Hand, was das so ist. So, und natürlich ist jetzt quasi die logische, richtigere Antwort zu sagen, schaut in die Zukunftsindustrien und geht halt eher in die Richtung. Und dann gibt es aber meines Erachtens eine genauso richtige Antwort und die lautet, Mittelmäßigkeit ist auch in der Zukunftsindustrie nicht unbedingt ein gutes Rezept und ich glaube, man arbeitet viel zu lange, um sich mit irgendwas, oder man ist viel zu lange im Arbeitsleben, um das damit mit irgendwas zu verbringen, worauf man halt gar keinen Bock hat. Also ich glaube, ich würde mich nie für die logische, richtige Antwort entscheiden und zu sagen, ich orientiere mich nach dem, was Zukunftsindustrie ist, sondern immer nach dem, was ich gut finde, wo meine Interessen liegen, wo meine Stärken liegen. Und egal wie abgeschlagen eine Industrie ist, wenn man es schafft, der oder die Beste in etwas zu werden, dann kann man überall sein Leben bestreiten und hat auch ein besseres Leben. Die Wahrscheinlichkeit, der oder die Beste zu werden in irgendwas, ist halt viel höher, wenn es etwas ist, was einem interessiert. Ich glaube, man hat auch eine viel höhere Lebensqualität. Insofern würde ich mich eigentlich nie für die objektiv logische, richtige Antwort entscheiden, sondern immer für die emotionale, subjektive Antwort, nämlich meinen Interessen folgen und dann versuchen, das Beste daraus zu machen. Tarek, das könnte stundenlang so weitergehen. Unsere Zeit ist leider zu Ende, aber ich sage einmal danke für Hamburg, dass du hier dein Unternehmen gegründet hast, dass du hier unterwegs bist und so viele Impulse in den Innovationsstandort Hamburg einbringst. Und ich sage danke, dass du die Zeit genommen hast, mit uns dein Wissen zu teilen. Ich freue mich auf die nächsten Treffen. Danke auch.